Nein. Ach. Vielen Dank für das nette Geräusch. Ich bin so stolz, endlich mal hier zu sein. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Schon als kleiner Junge, so Anfang der 80er, habe ich immer den Quatsch Comedy Club gesehen. Ja, das war, und das Tollste damals fand ich ja immer das Fundstück der Woche. Weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern. Und ob Sie es glauben oder nicht, jetzt bin ich hier und ich habe selber eins mal gefunden. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. So, ja, das war das. Achso, nee, kann ich auch ganz kurz mal zeigen. Das ist wirklich super. Das ist nämlich eine Bäckertüte, die habe ich aus dem Hauptbahnhof Hannover. Und das muss so eine Art Bahnhofsmission mit Brötchen gewesen sein, ist mir hinterher aufgefallen. Denn, ich hoffe, dass man es sehen kann, da steht hinten tatsächlich Gedanken. Und dann kommt so eine Latte pseudophilosophischer Lebenshilfe. Da sind super Sachen drauf, zum Beispiel hier, lebe jeden Tag, als ob es dein erster und dein letzter wäre. Als ob ausgerechnet das die beiden schönsten Tage im Leben wären, oder? Jeden Morgen mit der Sauglocke aus dem Bett da, weißt du? Abends kannst du nicht einschlafen, weil die Familie ums Bett rumsteht. Neben dir macht es die ganze Zeit piep. Ja. Und das Schönste aber, und das wollte ich wirklich mal hier Ihnen so als mit auf den weiteren Lebensweg geben, das schien wichtig zu sein, steht als letztes und kursiv, ich zitiere wörtlich. Mit dem Leben ist es wie mit dem Brot. Es wird hart, wenn man es nicht genießt. Und in diesem Sinne, genießen Sie. Ja. So, da, scharfes Mäuschen, bitteschön. So. Ja, und das ist ja, ich werde es auch so ein bisschen genießen heute, denn ich bin eigentlich, das kann ich auch mal an der Stelle sagen, für den Erotik-Blog zuständig. Und ja, ist tatsächlich wahr. Und da ist natürlich immer, wenn es so ein bisschen frivol wird, ne, dann sagen die Leute, aber auf die Gürtellinie achten, junger Mann. Deswegen habe ich eine kleine Frage, aber nur mal ganz kurz an die Männer, wirklich nur mal an die Herren. War zufällig jemand von Ihnen, von euch in letzter Zeit mal wieder Unterhosen kaufen? War überhaupt schon mal jemand von euch? Verstehe, großer Hase. Ja. Ja, aber ich war nämlich mal kurz, wieder vor kurzem, ja, und ich war völlig überfordert. Ich meine, früher war das doch einfach, oder? Da gab es Schießer Feinripp mit Eingriff und die Sache war erledigt. Ja, heute müsst ihr mal losgehen, ja, dass 1000 Formen und Marken und Größen und was weiß ich denn, das ändert sich doch ständig, ja, habe ich doch keine Ahnung was. Ja, und das war wie auf so einem Selbstfindungstrip. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ja, weil heutzutage werden ja die Unterhosen, also vom Bund her, eigentlich etwas oberhalb getragen. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Das ist so eine Art Frühwarnsystem, dass man schon am Markennamen der Unterhose erkennt, auf welche Art Liebhaber man sich einlässt. So nach dem Motto, zeig mir, was du drunter trägst, ich weiß, wie du dich drüber legst. Ne? Ja, so läuft das. So läuft das, natürlich. Ja, was habe ich alles gesehen? Natürlich gibt es bestimmte Marken, haben ein besseres Image. Ja, Boss zum Beispiel. Oder Bravour. Triumph, habe ich gesehen. Also ich trage jedenfalls kein Calvin Klein mehr, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Oder The Gap. Ja. Und es gibt wirklich, für, ja, der dauert ein bisschen immer, ja. Es gibt wirklich für jeden Typ die richtige Unterhose. Was habe ich alles gesehen, ja? Schießer gibt's natürlich immer noch. Für die Revolverhelden, ja. Aber ob der Revolverheld, was er verspricht, weiß ich auch nicht. Dann Marco Polo, da merkt man schon, wird's ein bisschen spannender. Könnte man vielleicht was entdecken, ne? Mai, wenn's nur im Frühling klappt. Ja, nicht zu verwechseln mit Maika, die machen das Würstchen, aber das nur so nebenbei. Jockey, es gibt tatsächlich Unterhosen von Jockey. Ja, so für die kleinen wilden Reiter, weißt du. Die kommen aber viel zu schnell ans Ziel, das kann ich Ihnen auch sagen. Ja, und das Beste, das habe ich wirklich nicht geglaubt, es gibt tatsächlich Unterhosen von Bruno Banani. Wie ist der Mann auf die Idee gekommen, Unterhosen zu machen? Oder, ey, was mag ich mit meinem Namen? Unterhosen, zack, Millionär der Mann, weißt du? Unglaublich. Und ich bin ja froh, dass ich dieses Jahr gegangen bin und nicht erst nächstes Jahr, stand auch zur Disposition. Ja, wenn da jetzt noch mehr Firmen auf diesen lukrativen Markt strömen, was weiß ich, dann gibt's Unterhosen von Erasco. Das Gute daran ist, wenn das nicht weggeht wie warme Semmeln, weiß ich aber auch nicht, oder? Ist doch wahr. Ja.
Ja? Oder mehr so die feine englische Art. Underwear from Douglas. Come in and find out. Ja? Oder mehr so die französische. Ja? Bon duel ist das famose Zartgemüse aus der Hose. Ja? Oder was für so eine gute deutsche Unterhose. So eine gute deutsche Unterhose. Der weiße Riese. Starfrucht von Zott. Nee, Alter, weißt du, ob ich super Dickmanns in der frische Box, Alter, weißt du? Dem ist konkret Spee Megaperls. Aber das Beste, glaube ich, wären Unterhosen von der württembergischen Versicherung. Der Fels in der Brandung. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.